Jetzt darf ich euch zeigen, warum das so spannend ist mit der Kotflora-Analyse. Ja, weil wenn ihr nur dieses Symptom habt, Durchfall oder große Kotmengen oder Gewichtsabnahme oder eben auch Juckreiz, wo ihr denkt, das hängt alles mit dem Darm zusammen, aber was ist denn jetzt die genaue Ursache? Und ihr habt vielleicht den akuten Durchfall überwunden. Da nehmt ihr ein anderes Profil, das ist immer das Durchfallscreening, da schaut man nach Erregern, die Durchfall verursachen. Und jetzt wollt ihr aber die Ursache wissen, warum ist denn der Darm nicht stabil? Und dann macht ihr so ein großes Kotflora-Profil und dann wird das eben aufgelistet, welche Keime sind in genügender Anzahl da und welche nicht. Und jetzt halte ich euch mal hier so eine Untersuchung rein. Das ist, wirklich ganz einfach. Ihr seht an den grünen Balken, die sind alle in ausreichender Anzahl da. Aber ihr seht auch, da oben der E. coli ist nicht in ausreichender Anzahl da. Und wenn dann so einer ein bisschen Platz macht, dann kommt halt ein anderer. In dem Fall waren es die Pilze hier. Und da sieht man auch ganz schön bei so einem Befund, warum man dann nicht mit Antibiotika arbeitet. Weil wir wollen die Bakterien nicht noch weiter dezimieren, da würde der Pilz sich ja freuen. Sondern wir müssen gucken, dass wir den Pilz loswerden. Und die E. coli dann eben wieder dazu bringen, sich zu vermehren oder sogar zuzuführen. Die E. coli sind nämlich wichtig auch für die Schleimhaut, die produzieren schleimhautschützende Substanzen. Und so hat jeder Keim, der fehlt, auf der Liste dann irgendein Manko, was dem Darm fehlt. Und am Ende haben wir ganz schlimm aussehende Darmzotten, die keine Schleimschicht mehr drüber haben und sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen im Darm. Und dann ist natürlich auch die Nährstoffaufnahme eingeschränkt. Und ich verlinke euch unten mal das Labor, das nennt sich sogenanntes Beraterlabor. Das heißt, da könnt ihr bei Enterosan könnt ihr euren Code selbst hinschicken. Aber auch die großen Tierarztlabore mittlerweile machen diese Darmflora-Analysen. Da könnt ihr das, den Befund dann eben über euren Tierarzt besprechen und müsst aber den Code eben auch beim Tierarzt vorbeibringen, damit der das für euch mit wegschickt. Der kann euch aber auch die Verpackung vorher schon mitgeben. Also ihr könnt das erst besprechen, dass ihr das machen wollt. Und dann könnt ihr das gemeinsam ausfüllen und wegschicken und der Tierarzt meldet sich dann, wenn der Befund da ist. So, und jetzt habt ihr ja eben gesehen, so ein Befund kann ganz unterschiedlich aussehen. Also es können bei allen wichtigen Bakterienarten eine Verminderung der Anzahl der Bakterien vorliegen. Und dann ist es eben nicht immer sinnvoll, ein Ergänzungsfuttermittel mit Bakterien zuzufüttern, auf Verdacht. Weil dieser Verdacht ist einfach, ihr wisst zwar, da stimmt was nicht, aber ihr wisst nicht, was nicht stimmt. Und deswegen finde ich das einfach eine ganz, ganz gute Untersuchung, zu schauen, welche Bakterien sind da und welche sind nicht da. Und eben der zweite Teil ist dann eben, welche haben sich breit gemacht, die da nicht hingehören. Und auch hier waren es jetzt die Candida-Pilze in dem Fall, die sich breit gemacht haben. Oft sind das auch Clostridien. Und das ist ein häufiger Befund, sehr, sehr, sehr häufiger Befund in der Tierarztpraxis. Und man weiß, die sprechen gut auf Antibiotika an. Aber ihr habt jetzt hoffentlich gesehen, dass die Clostridien nicht die Ursache sind. Also wenn wir die mit dem Antibiotika beseitigen, aber nicht das ursächliche Milieu im Darm verbessern, also die Bakterien erhöhen, die dahin gehören, die wichtig sind für eine gute Immunabwehr, sowohl im Darm selbst wie auch im gesamten Körper, weil das miteinander korreliert, dann kommen die halt gerne immer wieder. Und dann ist man in diesem Kreislauf drin, wie mit den Guardian auch. Die Medikamente wirken zwar, aber sie wirken nur kurz. Und da ist es eben sinnvoll, so eine Untersuchung zu machen. Meine Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Meine Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung meiner Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen meiner Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.